Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die schon wahnsinnig gut manifestieren können, aber manchmal klappt es irgendwie nicht so richtig. Oder aber du hast alle Anleitungen gelesen, wie es geht und hast auch schon einen Kurs besucht, aber irgendwie bleiben die Ergebnisse aus. In diesem Video geht es genau darum, wie du deine Ergebnisse ab jetzt erzielst. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigen. Ich selber tue das auch, und zwar bei mir, in meinem Fall jetzt schon seit beinahe 30 Jahren. Und damals gab es das Buch The Secret noch nicht, aber es gab andere Bücher und die habe ich auch gelesen, die habe ich verschlungen geradezu und habe mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Und ich habe es viele, viele Jahre nicht geschafft, das tatsächlich so in mein Leben zu integrieren, dass ich ganz, ganz gezielt mir Dinge manifestieren kann, die ich haben will. Ich wusste sehr viel, wie es funktioniert in der Theorie. Ich wusste, dass ich eine bestimmte geistige Haltung einnehmen muss. Ich wusste, dass ich auch eine bestimmte emotionale Haltung einnehmen muss. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diesen Shift nicht hinbekommen, dass ich es tatsächlich umsetzen konnte. Dann kam das Buch Bestellungen beim Universum. Vielleicht kennst du das auch noch. Und das war damals wieder so ein erneutes Thema, wo ich mich dann damit auseinandergesetzt habe. Und auch da war es häufig so, dass es mir nicht so richtig gelungen ist. Kleine Sachen gingen immer, Parkplätze jederzeit oder andere Sachen. Und ich konnte bei mir selber bestimmte Fähigkeiten feststellen, dass ich die hatte. Aber was ich nach wie vor nicht hinbekam, war in meinen ganz großen Lebensthemen dort das so zu manifestieren, dass es wirklich gut hinhaut. Vielleicht kennst du das auch. Und ja, ich erlebe es immer wieder bei Leuten, die sehr, sehr viel über dieses Thema wissen und die aber auf der Stelle treten. Und wenn es dir ähnlich geht, dann möchte ich dir da jetzt ein paar Tipps mitgeben, was du tun kannst. Und da liegt genau der Schlüssel. Bei den meisten ist es so, dass sie eben genau nicht so sehr viel tun, sondern dass sie in erster Linie sehr viel denken, sehr viel fühlen, sehr viel innere Arbeit machen. Und das ist als erster Schritt absolut in Ordnung. Als erster Schritt. Und danach muss was passieren. Danach muss es weitergehen. Danach muss es in die Tat kommen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, welche Tat? Ich manifestiere mir das doch. Und so einfach ist es nicht. Du bekommst normalerweise, wenn du es richtig machst, nämlich Impulse, die du dann umsetzt. Und aus diesen Impulsen heraus, da erwächst dann das Ergebnis. Wenn du darauf verzichtest, bleibst du quasi auf halber Strecke stehen. Und das ist das, was ungefähr 90% aller Leute machen. Oder 99% sogar. Und nur ganz, ganz wenige sind in der Lage, diesen letzten Schritt zu machen und in aller Konsequenz so zu gehen, dass sie auch die Ergebnisse bekommen. Also, im Grunde genommen ist es ganz einfach und wahrscheinlich ein Teil des Weges gehst du schon. Du machst dir ein großes Ziel, setzt dir ein großes Ziel. Du verfolgst dieses Ziel, du stellst dir genau vor, wie es ist, wenn du es bereits erreicht hast. Und jetzt sitzt du auf dem Sofa im übertragenen Sinne und wartest auf das Ergebnis. Bis hierher könntest du gut wie alle. Und jetzt musst du weitergehen. Der nächste Abschnitt besteht daraus, dass du auf deine innere Stimme hörst, dass du auf deine Impulse hörst. Und deine Seele sagt dir, was du machen sollst, sagt dir den nächsten Schritt. Und den musst du jetzt konsequent gehen, und zwar sofort. Und selbst dann, wenn es dir im ersten Moment so vorkommt, als hätte es gar nichts mit dem Ergebnis zu tun, selbst dann, wenn es dir so vorkommt, als würdest du damit überhaupt nicht deine Ziele erreichen können, setzt du das einfach konsequent um. Unsere Erfahrung ist und die von unseren Klienten, du erreichst deine Ziele. Und manchmal auf einem ganz verrückten Weg. Manchmal auf einem Weg, wo du überhaupt nicht mitrechnest. Aber du erreichst sie. Das bedeutet aber, du musst ab diesem Moment tatsächlich etwas tun. Das bedeutet, du musst ab diesem Moment vom Sofa runter und tatsächlich in die Tat kommen, musst Dinge umsetzen. Und es kann sehr gut sein. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal so gering, dass es sogar Dinge sind, die du vielleicht gar nicht immer nur so gerne machst oder die dich erstmal ganz schön stretchen oder die dich sehr aus der Komfortzone holen, die dir vielleicht sogar auch Angst machen. Und wenn du das schaffst, da durchzugehen, das hinter dir zu lassen, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass die Ergebnisse sehr, sehr schnell kommen.
Und das ist der Moment, wo du dann begriffen hast, wie es wirklich geht. Und im Grunde genommen kannst du es dann auf alle Lebensbereiche anwenden. Für die meisten ist es ja wichtig im Thema Beziehung, im Thema Geld verdienen, ja, oder in diesen großen Lebensthemen eben, was will ich machen? Ja, vielleicht auch mal, du willst das richtige Haus oder so, ja. Und ich kenne es selber, wie es ist, wenn man das nicht macht, also wenn man dann nicht ins Umsetzen kommt, dann bleibt oft auch so ein Restgefühl hinterher da. Dann hast du hinterher so das Gefühl, ja, eigentlich hätte ich ja das und das mal machen sollen. Und dann redest du es dir vielleicht aus und denkst du, ach so richtig, kann es ja nicht gewesen sein. Wenn das für mich bestimmt ist, wenn es der richtige Weg ist, dann kommt es ja auch von selber. Das ist aber Bullshit. Es kommt dann, wenn du diesen Schritt gehst. Also vielleicht kennst du auch den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja? Und genau das ist es eben auch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vor allen Dingen den Mut und die Konsequenz, diese Schritte immer zu machen. Wenn du Unterstützung willst, kannst du dich gerne an uns wenden, kannst du uns ins Coaching kommen. Unter info@pro-charisma.com kannst du uns eine Mail schreiben. Wir antworten in jedem Fall und wir freuen uns auf deinen Kontakt. Und dann besprechen wir gemeinsam, ob wir was für dich tun können. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg.